Hallo Zajo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Kannst du bitte mehr Zement herbringen? Okay. Hätte ich doch einen Job, den die Leute mögen. Chris! Was machst du denn da? Oh, das tut mir leid. Du musst dich mehr konzentrieren bei der Arbeit. Anerkennung für Chris. Ein arbeitsreicher Nachmittag. Die Baustellenfahrzeuge schuften hart. Gut gemacht, Poco. Leute, machen wir Feierabend? Ja, genug für heute. Gute Arbeit alle zusammen. Oh, wir sind ganz schön schmutzig. Ich muss echt hart gearbeitet haben, so wie ich aussehe. Was redest du da? Guck dir mal den ganzen Staub an meinem Hinterteil an. Wir haben ganz schön rangeklotzt. Und jetzt ab unter die Dusche. Das hat gut getan. Endlich wieder sauber nach so einem harten Tag. Da hast du recht. Was ist los, Chris? Was nicht? Mit der Fahrbahn stimmt was nicht. Seht euch das an! Ein riesiges Schlagloch. Das ist ganz schön gefährlich. Sollen wir es schnell reparieren? Na klar! Das sieht wieder gut aus. Das sollte fürs Erste halten. Gut gemacht, Chris. Aber Chris, du siehst wieder schlimm aus. Tja, so ist das eben. Ich gehe mich einfach noch mal waschen. Fühlt sich gut an, für die Gemeinschaft was zu tun. Alle sind bestimmt sehr dankbar. Wie eklig! Oh, das tut mir leid. Hey, ich bin gerade frisch gewaschen. Verdufte! Du solltest mal lieber Abstand halten. Ist ja wirklich unglaublich dreckig. Das kann doch wohl nicht wahr sein. Die sind so gemein. Ich tue das doch alles für sie. Ganz herzlichen Dank. Ich bin so erleichtert. Ich weiß nicht, was ich ohne sie gemacht hätte, Frank. Ich bin froh, dass niemand verletzt worden ist. Frank ist einfach großartig. Da hat er recht. Frank ist wirklich Frank! Krass. Ich hab doch nur meinen Job gemacht. Chris, hallo! Hallo, Tayo! Da wären wir! Danke, Tayo! Ohne dich wäre ich viel zu spät gekommen. Genau. Danke, dass du uns jeden Tag fährst. Es war mir eine große Freude, jederzeit wieder. Die Busse sind bei allen beliebt. So viel Anerkennung und Wertschätzung für sie. Und wo bleib ich? Am nächsten Tag auf der Baustelle. Die Fahrzeuge sind wieder schwer im Einsatz. Pass gefälligst auf, Chris. Das war knapp. Oh, tut mir leid. Chris, kannst du bitte mehr Zement herbringen? Okay. Hätte ich doch einen Job, den die Leute mögen. Chris! Was machst du denn da? Oh, das tut mir leid. Du musst dich mehr konzentrieren bei der Arbeit. Machst du dir um was Sorgen, Chris? Ich glaube, niemand mag uns für das, was wir tun. Was? Aber was redest du denn da, Chris? Wir machen doch einen wichtigen Job. Ja, aber... Entschuldigung. Ja, bitte? Ich komme von der Stadtverwaltung. Stadtverwaltung? Vielleicht gibt es ein Lob für uns. Wissen Sie, also, es geht um den Lärm von der Baustelle. Wir haben Beschwerden aus der Nachbarschaft erhalten. Was? Außerdem beklagen sich die Anwohner über den vielen Staub. Bitte kriegen Sie das in den Griff. Verstehe. Das war uns nicht klar. Kein Problem, das bekommen wir hin.
Ein Kompliment war das nicht. Okay, ich verlasse mich auf Sie. Oh, ist das staubig. Ihr habt's gehört. Sind wir eben vorsichtiger. Okay. Warum sollen wir vorsichtig sein? Weil Leute sich beschwert haben. Wir arbeiten so hart und als Dank immer nur Gemecker. Ich hab keine Lust mehr. Hey, Chris. Was hat er denn? Jetzt suche ich mir einen neuen Job, den die Leute mögen. Na ja, was könnte das sein? Ah, das ist es. Tayo, der kleine Bus. Ich würde gerne Feuer löschen. Chris so wie versucht ihr. Einen Job außerhalb der Baustelle zu finden. Was? Du, ein Löschwagen? Ja, als Feuerwehrwagen kann ich vielen Menschen helfen. Und ich bekomme Komplimente. Aber Chris... Wollen wir eine Probe machen? Warum nicht? Ich habe schließlich auch einen Wassertank an Bord. Ha, komische Idee. Oh? Stell dir vor, das ist ein Feuer. Oh. Lösch es mit Wasser. Kein Thema. Chris, du kannst kein Feuer löschen mit so einem Strahl. Ich suche was anderes. Chris will es als Paketbote probieren. Geschwindigkeit bedeutet alles. Du musst dafür sorgen, dass die Pakete pünktlich ankommen. Das ist kein Problem. Ich fahre auch mit ordentlichem Tempo. Oh, da vorne wartet unser Kunde. Hier, hier! Okay, diesmal mache ich meine Sache richtig gut. Hallo. Hallo. Hier kommt Ihr Paket. Oh, Sie arbeiten auch für den Kurierdienst? Genau, und hier kommt schon Ihre Sendung. Ja. Was ist das denn? Total kaputt. Oh, Entschuldigung. Ach, Chris, du kannst kein Streifenwagen werden. Dazu bist du zu groß und zu schwer. Aber wo willst du denn Fahrgäste unterbringen? Hubschrauber? Aber du kannst doch nicht fliegen, Chris. Oh je, Chris schafft es einfach nicht, einen neuen Job zu finden. Ich vermisse meine Freunde. Sie haben bestimmt schon Feierabend. Sie arbeiten noch um diese Zeit? Was machen die denn da wohl noch? Jetzt fehlt nur noch der Zement, dann sind wir fertig. Aber wie schaffen wir das ohne Chris? Das kriegen wir schon hin. Ich mach das. Und schwupps. Oh nein. Was tun wir denn jetzt? Was tun wir denn jetzt? Sie sind in Schwierigkeiten und das wegen mir. Nein. Nein, keiner hat Wertschätzung für uns übrig, obwohl wir so hart schuften. Ich möchte einen coolen Job. Hä? Dieses Haus? Chris, bring mal Zement rüber. Okay. Achtung, Konzentration. Wie aufregend, unser erster Hausbau. Oh ja, hoffentlich macht ihr keinen Fehler. Wie stolz wir sein können, wenn dieses Haus erstmal fertig ist. Das wird sicher großartig. Das war das erste Projekt mit meinen Freunden. Papa? Oh. Wollen wir heute essen gehen? Okay. Go. Chris? Chris, bist du das? Wie geht's dir denn? Ach, soweit gut. Magst du Hallo sagen? Guten
Abend. Hallo. Oh, hallo. Das ist Chris. Er hat unser schönes Haus gebaut. Wow. Unser Haus? Ja. Oh, wow. Du bist toll, Chris. Danke. Chris, es ist schön, dich zu sehen. Wir wollten dir schon immer mal Danke sagen. Wir danken? Für was? Danke an euch alle für dieses Haus. Wir sind unheimlich glücklich, hier zu leben. An uns alle? Ja, ihr habt uns unser schönes Familiennest gebaut. Und hier fühlt sich auch unser kleines Mädchen daheim. Danke, Chris. Wow, meine Arbeit macht Menschen auch glücklich. Endlich spürt Chris, wie wertvoll seine Arbeit für andere ist. Oh, so langsam mache ich mir Sorgen. Wir haben echt nicht mehr viel Zeit. Was Chris wohl im Moment macht? Chris? Mhm. Wieso seid ihr so spät dran? In diesem Tempo werden wir nie fertig mit dem Haus. Was? Wer hat uns denn im Stich gelassen? Wie bitte? Wovon redest du? Ich würde doch diesen tollen Job niemals hinschmeißen. Chris, also du. Sehen wir zu, dass wir endlich fertig werden? Auf jeden Fall. Wie schön, dass Chris wieder da ist. Er und seine Freunde erledigen eine schwere, aber wichtige Arbeit. Ich weiß alles. Tayo eilt zum Depot, um seine Lieblingsserie zu sehen. Fireball fängt gleich an. Ich muss mich beeilen. Ich hab's geschafft! Tayo! Was war das gerade? Was, wenn du einen Unfall gebaut hättest? Oh nein! Ich will es auch sehen! Tayo, hörst du mir überhaupt zu? Ja! Du kannst dich wirklich schwer verletzen, wenn du nicht vorsichtig bist. Deine Reifen können beschädigt werden, ja, Tayo? Das weiß ich doch alles. Hörst du zu? Ich werde es mir überhaupt nicht ansehen können. Die Folge heute war so toll. Ja, die war super. Ich beneide euch. Ich konnte nur das Ende sehen. Warum bist du denn nicht früher gekommen? Was? Meine Güte, das ist alles wegen Hannah. Sie ist immer nur am Meckern. Ich weiß das doch alles schon. Oh. Am folgenden Morgen geht die Sonne auf und scheint. Tayo! Tayo! Hannah? Aufwachen! Aber ich habe heute frei. Kann ich nicht noch ein bisschen schlafen? Nein! Es ist schon viel später als deine normale Aufwachzeit. Okay. Hopp, hopp! Jetzt geh dich schnell waschen. Gut, ich weiß. Was ist denn mit ihm los? Meine Güte, ich war doch schon auf dem Weg zum Waschen. Warum hat sie es wieder so eilig? Hallo? Carrie! Mama! Warum bist du denn schon so früh hier? Ich muss dich um einen Gefallen bitten. Ich habe eine lange Fahrt, also möchte ich wissen, ob du dich um die Babyautos kümmern kannst. Oh, tut mir leid, aber ich muss jetzt auch schon losgehen. Was mache ich denn jetzt? Ich kann es machen. Was? Ich kann mich gerne um die Babyautos kümmern. Wirklich? Tayo, bist du sicher, dass du das schaffst? Natürlich. Ich muss ja nur mit den Kindern spielen. Juhu! Mit Tayo spielen. So aufregend. Ich bin mir da nicht sicher. Dann zähle ich auf dich. Ja, überlass das mir. Tayo, pass gut auf die Babyautos auf und gib Acht, dass du nichts Gefährliches mit ihnen anstellst. Okay, ich weiß, wie es läuft. Tayo, du verstehst das, oder? Hannah, wir kommen zu spät. Oh, okay. Und ruf mich an, falls du mich brauchst. Okay, keine Sorge. Warum ist Hannah so besorgt? Sie hält mich immer noch für ein kleines Kind. Ich hab's. Ich werde mich gut um die Kinder kümmern, um zu zeigen, dass ich erwachsen bin. Tayo, was machen wir jetzt? Was könnten wir machen?
Bonbon. Das ist, weil es dein erster Versuch war. Ich zeig dir, wie man es macht. Sieh zu. Okay, und jetzt nach rechts. Wow! Oh ja! Yeah. Und wenn man so anhält... Wow! Du bist so gut! Das war ja gar nicht übel. Tayo ist der Beste! Komm schon, nicht der Rede wert. Tayo, wir wollen jetzt etwas anderes spielen. Ja, oh, ja. Etwas Lustiges? Wie wär's mit Fangen? Oh ja, genau. Das ist eine gute Idee. Oh, Moment. Tayo, du solltest im Depot nicht Fangen spielen. Ja, das ist richtig. Es tut mir leid, Kinder. Aber wir können im Depot nicht Fangen spielen. Das ist gefährlich. Wir können nicht. Ich komme mir vor wie ein Erwachsener. Was machen wir denn also? Dann zeige ich euch jetzt einen tollen Ort. Einen tollen Ort? La la la, la la la, la la la, la la la. Kinder, an der nächsten Kreuzung biegen wir rechts ab. Okay. Tayo kann gut Anweisungen geben. Ja, genau. Ach, nicht der Rede wert. Wir sind da. Oh. Okay, ich fahre jetzt runter. Soll ich Ihnen etwas Tolles zeigen? Juhu! Wow! Juhu! Ja! Wow! Ja! Juhu! Erfolg! Wow, Mann, du bist so gut! Bonbon will es auch versuchen, so quietschen wie Tayo. Was? Oh. Nein, es ist zu gefährlich für ein Babyauto. Wieso? Du hast es doch geschafft. Nur ich kann das schaffen. Jetzt spielen wir aber wirklich, Kinder. Tayo, der kleine Bus. Ich frage mich, ob alles in Ordnung ist. Stimmt etwas nicht, Hannah? Ich mache mir Sorgen um Tayo. Ich weiß nicht, ob er sich gut um die Kinder kümmert. Keine Sorge, Hannah. Tayo macht das bestimmt gut. Ja, bestimmt. Kinder! Nein! Hört doch auf! Hurra! Oh, hallo, es ist gefährlich, so runterzufahren! Fang mich, wenn du kannst! Halt sofort an! Kinder, Vorsicht! Das solltest du nicht tun! Du bist jetzt ganz schmutzig! Hört auf damit! Ich sagte Stopp! Kinder, bitte alle atmen! Ich habe euch gesagt, dass ihr das nicht tun sollt. Warum hört ihr nicht auf mich? Macht doch, was ihr wollt! Oh! Mach nichts Gefährliches! Meine Güte, das weiß ich! Oh, Hannah hat sich bestimmt auch geärgert. Wow! Hier oben, seht mich an! Bonbon, sag bloß nicht! Juhu! Wehgetan? Oh. 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 Oh.
Nein, sie wird wieder sauer auf mich sein. Tayo, ist alles in Ordnung? Also... Ist alles in Ordnung? Was ist das für ein Geräusch? Das ist... Oh, Bonbon, geht's dir besser? Ja. Keine Sorge, du bist nicht schwer verletzt. Es tut mir leid, ich hätte mich besser um ihn kümmern sollen. So war das doch gar nicht. Tayo hat gesagt, ich soll es nicht tun, aber ich habe überhaupt nicht auf ihn gehört. Bonbon? Tut mir leid, Tayo. Ich hätte besser auf dich hören sollen. Nein, mir tut es leid. Okay, Bonbon, wir fahren jetzt los. Okay. Tayo, ich hatte heute so viel Spaß. Ja, das hatte ich auch. Tschüss, Tayo. Tayo? Es muss anstrengend gewesen sein, sich um die Babyautos zu kümmern. Oh, ja. Ich glaube, ich verstehe jetzt, warum du dich die ganze Zeit so benommen hast. Was? In letzter Zeit dachte ich, dass du ein bisschen zu viel nörgelst. Aber nach meiner Babysitting-Erfahrung verstehe ich jetzt, warum du dich so verhalten hast. Tayo. Du konntest mich wahrscheinlich nicht leiden, als ich heute Morgen jammerte. Tayo, konntest du die Babyautos nicht leiden, als sie dir nicht zugehört haben? Nein, ich habe mir nur Sorgen um sie gemacht. Genau. Oh? Ich würde das nie zulassen, Tayo. Okay? Oh, Hana, ich werde brav sein und von jetzt an auf dich hören. Vergiss nicht, was du gerade gesagt hast. Tayo versteht nun endlich, wie Hana sich fühlt. Das könnte der Anfang seines Erwachsenwerdens sein. Wir sind der Schwerlastzirkus. Menschen sind auf der Straße versammelt. Was ist denn hier los? Treten Sie näher, treten Sie näher. Sie sind alle herzlich zum Zirkus der Fantasie eingeladen. Wow, ein Zirkus. Okay, okay. Jeder nimmt sich eine. Oh, warum sind dort so viele Bitte. Menschen versammelt? Oh, Tayo. Oh, kennen wir uns? Ich bin's. Joey, der Zauberer. Oh. Was? Das ist so erfrischend. Mit dem Kostüm war mir zu heiß, aber jetzt fühle ich mich wieder lebendig. Warum bist du eigentlich als Clown verkleidet? Oh, ich trete nächste Woche mit einem weltbekannten Autozirkus auf. Deswegen habe ich mich verkleidet. Tada! Joeys Zauberzirkus! Wow! Ein Zirkus? Das klingt toll! Es macht wirklich viel Spaß, also kommt vorbei! Ja, natürlich! Okay, bis später dann. Viel Glück! Alles klar. Okay, ich muss jetzt weiter Werbung machen. Oh? Hallo? Hallo, Herr Zirkusdirektor. Was gibt es? Was? Sie können nicht kommen, weil eines der Autos verletzt wurde? Wann können Sie denn kommen? Was? In einem Monat? Oh nein, was mache ich bloß? Ich habe es schon der ganzen Stadt erzählt. Jungs, wir machen eine Pause. Okay. Es ist ziemlich langweilig, wenn man immer nur arbeitet. Können wir nicht etwas Lustiges machen? Etwas Lustiges? Wie wär's damit? Soll ich es auch versuchen? Die Sache ist gelaufen. Jetzt werden alle denken, dass ich lüge. Seht mal. Oh? Was ist das denn? Oh! Juhu! Wow! Hey! Bist du nicht Joey der Zauberer? Was machst du denn hier? Sagt mal, habt ihr Lust, einem Zirkus beizutreten? Was? Wovon redest du? Ihr seid alle sehr talentiert. Wir können bestimmt eine tolle Zirkusnummer präsentieren. Sehr talentiert? Sind wir? Das machen wir. Das wird bestimmt lustig. Das klingt toll. Wir versuchen es. Sollen wir es mal ausprobieren? Ich bin dafür. Okay, dann fangen wir morgen mit dem Training an. Okay. La la la, la la la. Oh! Hallo! Oh. Tayo! Wo fahrt ihr denn alle hin so früh am Morgen? Ich weiß nicht, ob ich dir das jetzt schon sagen kann. Aber wir werden in einem Zirkus auftreten. Ein Zirkus? Oh, ist das
Joeys Zauberzirkus? Ja, stimmt genau. Wir sind offenbar sehr talentiert. Wow, das ist toll. Ich sehe es mir mit meinen Freunden an. Das lohnt sich auf jeden Fall. Sind jetzt alle da? Dann können wir jetzt die Rollen festlegen. Zuerst Poco. Du nimmst den Barren. Billy scheint gut jonglieren zu können. Chris kann Dinge stapeln und drehen. Und Max kann durch Ringe springen. Oh, was? Das wird ein Spaß. Also, ich mache die Trapeznummer. Alles klar, jetzt schwing dich hoch. Okay. Das war nicht richtig. Jetzt versuche ich mal meine Nummer. Du bist ziemlich gut. Okay, jetzt versuch es mit mehr Bällen. Gut. Was? Billy! Es tut mir leid. Keine Sorge. Übung macht wie bekanntlich den Meister. Packen wir es an, Freunde. Okay. Die fleißigen Lastwagen trainieren jeden Tag. Autsch! Freunde, wisst ihr schon das Neueste? Die Schwerlastwagen treten mit Joey in einem Zirkus auf. Ein Zirkus? Wovon redest du? Wie können Schwerlastwagen in einem Zirkus sein? Das weißt du nicht? Joey hat sie gebeten, aufzutreten, weil sie so talentiert sind. Wirklich? Das müssen wir uns ansehen. Wir können uns das zusammen ansehen. Ja! Ja. Ha, sie trainieren bestimmt alle fleißig. Oh Mann, ich bin so müde. Macht weiter so, Freunde. Wir haben nur noch wenig Zeit. Ich brauche nur eine kurze Pause. Dann mache ich eine Werbeaktion und komme später wieder. Also ruht euch aus und trainiert dann weiter. Okay, verstanden. Joey ist zu streng. Üben, üben, jeden einzelnen Tag. Es macht keinen Spaß und es ist so anstrengend. Wie wäre es, wenn wir den Tag heute frei nehmen? Ja, Joey kommt sowieso erst spät zurück. Gut. Letztendlich haben die Lastwagen doch nicht den ganzen Tag trainiert. Tayo, der kleine Bus. Die Zirkusvorstellung ist in ein paar Tagen. Alle miteinander. Wir betrachten das als eine echte Aufführung und machen eine vollständige Probe. Okay. Kein Problem. Wie wäre es, wenn wir mit Poco anfangen? Okay. Toll! Wir machen es mit Feuer, genau wie in der echten Show. Okay. Was ist los, Max? Es sieht so heiß aus. Oh? Wie willst du das schaffen, wenn du so viel Angst hast? Kannst du es denn überhaupt? Was? Ihr habt auch Mist gebaut. Da hast du auch wieder recht. Das gibt's nicht. Die Show ist in 2 Tagen. Was habt ihr bloß angerichtet? Das ist schwerer, als wir dachten. Dann hättet ihr fleißiger üben sollen. Aber das Üben ist so anstrengend. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich gar nicht erst damit angefangen. Was? Wenn man so etwas macht, muss man es richtig machen. Wir sind nur gekommen, weil du gesagt hast, dass es Spaß macht. Ich halte das so nicht mehr aus. Okay. Genau. Gehen wir. Okay. Ja. Moment. Was sollte das werden? Das war eine reine Zeitverschwendung. Ich weiß. Hallo! Freunde!
Ich habe gehört, dass ihr in einem Zirkus auftretet. Ich freue mich schon riesig. Ihr habt bestimmt viele tolle Tricks drauf. Ihr seid so stark. Ja, natürlich. Wow, ihr seid die Besten. Wir kommen alle. Viel Glück. Juhu. Warum sagt Ihnen keiner, dass wir nicht auftreten werden? Na ja, wie kann man Ihnen das sagen? Das stimmt. War ich zu streng? Ich habe zu viel von Ihnen verlangt. Ich hätte freundlicher sein sollen. Ich sage die Vorstellung besser ab, bevor es zu spät ist. Joey! Hä? Freunde, warum seid ihr wieder da? Also, Es tut uns leid. Wir wollen wieder im Zirkus mitmachen. Wir werden von jetzt an unser Bestes geben. Was? Also, nachdem wir gegangen sind, haben wir die kleinen Autos getroffen. Wir wollen sie doch nicht enttäuschen. Ach, ihr. Also gut, tun wir unser Bestes, damit wir für die Show bereit sind. Ja! Okay, ich bin dran. Endlich ist es soweit für die Zirkuspremiere. Ich bin schon so gespannt. Ich kann es kaum erwarten. Ich auch. Oh, seht mal. Meine Damen und Herren, willkommen zu Joeys Zauberzirkus. Wir beginnen mit Tricks aus dem Lastwagenzirkus. Ja! Er ist super! Wow. Toll! Ja! Abracadabra! Ha, 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 ha! Das war der Lastwagen-Zirkus! Danke euch allen! Wir haben es euch zu verdanken, dass wir es geschafft haben! Was meinst du denn damit? Eigentlich wollten wir aufhören, weil das Training zu hart war. Aber weil ihr uns vertraut habt, wollten wir weiter trainieren. Ihr wart großartig. Hey, was haltet ihr davon, mit mir Shows auf der ganzen Welt vorzuführen? Was? Das geht ja nicht. Die Lastwagen konnten dank der Unterstützung ihrer Freunde großartige Leistungen zeigen.